Guten Abend, liebe Bocholterinnen und Bocholter, hier bei der Premiere von Made in Bocholt TV. Wir testen es heute hier einfach mal aus dem Wohnzimmer. Wundert euch also nicht, wenn hier gleich ein Hund vorbeiläuft und bellt. Das ist Pedro, der gehört mit dazu bei uns. Wir fangen an mit Nachrichten. Es hat sich ein 100 Kilo schwerer Hirsch in die Bocholter City verirrt. Die Polizei hat dann einen Jäger geholt, der das Tier erschossen hat. Und jetzt geht natürlich im Netz die Diskussion los, hätte man ihn nicht besser betäuben können? Ja, vielleicht, aber ich stelle mir vor, da wäre dann irgendwas schiefgegangen und ein angeschlagenes 100 Kilo schweres Tier wäre durch die City gerannt und hätte jemanden vielleicht verletzt. Dann hätten natürlich alle wieder gesagt, hätte man ihn nicht besser sofort erschossen. Aber so ist es nun mal. Was gab es noch? Andrea Moden hat seine Produktion von Karnevalskostümen auf die Fertigung von Mund- und Nasenschutz umgestellt. Das nenne ich mal pfiffig. Also in schweren Zeiten schnell zu reagieren und sich was Neues einfallen zu lassen. Übrigens, die 5 Zehnerpacks dieser Mund- und Nasenschutzes gibt es bei uns bei Made in Bocholt im Bocholt-Shop zu kaufen. Gerade sind die neuesten Infektionszahlen reingekommen. Inzwischen sind in Bocholt 70 Corona-Erkrankte. Das sind 8 mehr als gestern. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass das Europahaus oder ein Trakt des Europahauses zu einem zentralen Coronavirus-Behandlungszentrum umgebaut werden soll. Das sieht also so aus, dass dort eine zentrale Einrichtung geschaffen wird, sodass dort Verdachtsfälle sofort vernünftig behandelt werden können. Das hat den Vorteil, dass die normalen Praxen verschont bleiben und dass dort keine Viren eingeschleppt werden können und die dann weiterarbeiten können. Eine gute Idee, finde ich. Trotz der aktuellen Corona-Situation gibt es aus dem Bocholter St. Agnes Hospital und dem Borkener St. Marien Hospital Erfreuliches zu melden. 20 frisch gebackene Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen konnten ihr staatliches Examen in Empfang nehmen. Herzlichen Glückwunsch, wir brauchen euch. Und noch etwas Schönes, Stefan Passerschröer, ich nenne ihn immer The Voice of Bocholt, hat uns einen musikalischen Gruß geschickt. Hören wir doch mal rein. All right, guys, when you're smiling, oh, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, just keep on laughing. The sun can't shine through. Ja, übrigens, morgen ist Sabrina Grundke bei uns oder schickt uns einen entsprechenden musikalischen Gruß. Und wenn ihr auch sowas habt oder ein Instrument spielt oder ein Zauberstück könnt oder euer Hund vielleicht, also all das, was euch jetzt so gerade einfällt, dann schickt uns das doch einfach als Video oder als Foto. Wir stellen es dann vor. Schwer getroffen hat es übrigens den Handel und die Gastronomie in Bocholt. Klar, alle müssen zumachen. Aber auch hier wieder etwas Erfreuliches. Wir von Made in Bocholt haben ja den Bocholt-Shop eingerichtet und dort können für die Zeit der Corona-Krise Händler und Gastronomen kostenlos so eine Art Shop-in-Shop aufbauen. Das haben inzwischen schon 35 gemacht. Und einer davon war Stefans Obst. Kannte ich bislang noch gar nicht. Steht wohl auf dem Bocholter Wochenmarkt und verkauft Obst und Gemüse. Und der hat auch bei uns so einen Shop eingerichtet und hat innerhalb eines Tages 8 Kisten verkauft. Das fand ich schon mal ganz erstaunlich. Er selbst auch. Und jetzt liefert er morgen insgesamt über 100 Kisten an Kunden aus. Eine tolle Idee, finde ich. Und es funktioniert nochmal. Ja, was bleibt zum Schluss? Das Wetter. Das Wetter wird so wie morgen auch sonnig und ein wenig kalt. Aber bevor wir Schluss machen, noch ein Veranstaltungstipp. Gleich um 19.30 Uhr überträgt die Liebfrauengemeinde live einen Gottesdienst aus der Kapelle. Schaltet euch doch mal rein. Vielleicht ist das eine gute Alternative zu gute Zeiten, schlechte Zeiten. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund.